Unscharf. Hallo zusammen. Ja, ich muss mal wieder was aufmachen. Und ich meine, das ist jetzt schon wieder fast 2 Wochen alt. Ich hänge ganz schön hinterher. Ja, aber es ist das erste englische Produkt. Nee, ich habe die Blister schon aufgemacht, ne, falls ihr dabei wart. Wir haben ja hier Pokémetropolen-Discord-Server-mäßig mal so ein Blister-Battle, wo wir. Und ich habe gewonnen diesmal. Ne? Wir machen es immer auf. Und ja, kriegst halt Punkte dann für die Hits. Und dann ja, habe ich diesmal also schlecht gezogen, aber trotzdem gewonnen. Ja. Klar, wie die anderen gezogen haben. Die Illustrationsarts in diesem Set, die sind wirklich Bombe. Also da hätte ich gerne. Also ich meine, die beiden sind so meine Favoriten, die ich gerne hätte. Aber alle anderen, alle, die sehen so sau gut aus. Bin gespannt, was hier drin ist. Wie viel waren es jetzt? 9, ne? Immer 9 Boosterpacks. 9 Boxen, 9 Boosterpacks. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das stimmt. Okay, es sind alle da. Die sehen ja nicht Steve's aus. Ja, die sind okay im Design der Box. Wir haben, die Promokarte. Die war ja am Anfang schon mal kurz zu sehen. Finde ich schick. Damals hatten sie ja diese Karte, also mit den Galar-Startern halt in einer anderen Box. Ne? Da war die nicht so eine ETB drin. Und die Würfel kann ich mir nochmal angucken. Farbig. Drei, hat mir nicht jemand gesagt. Ne, er möchte den gerne haben. Das ist nämlich zum ersten Mal, ihr seht es nicht, ne? Ein dreifarbiger Würfel, so mit grün, Bernstein, blau. Irgendwas soll wohl neu sein, gab es bisher nicht. Aber ja, also es gibt tatsächlich Leute, die das sammeln, was ist unglaublich. Paldea Evolved. Ähnlich. Wie gesagt, ich habe ein paar Blister aufgemacht. Zwei EX-Karten waren, glaube ich, drin. Und der Rest so, naja. Ach so, haben wir die Energien einmal. Komm, ich sage mal Elektro. Hey, sehr gut. Ich glaube, es wird gut. Rare, okay. Jet Bulb, ne, die kleine Leuchtkugel hier. Jet Energy Fighting Olé. Das ist irgendwas mit Mitch. Das ist so ein französisches Thema, ne? Zieht sich irgendwie durch. Tinkerting. Und Quagwall, also bei London sozusagen. EX, ja, schön. Ich sage ja, geht gut los, aber EX-Karten sind ja lame. Also wir wollen ja Illustrationskarten haben. Und komm, ich mach jetzt einfach auf. Alles hintereinander. Und wir gucken direkt. Ja. Oh, sieht gut aus. Was ist es? Was? Eine Full Art? Ah. Ja, außerdem beide. Boss Order Full Art. Spielbare Karten sind immer saugut. Und fällt euch was auf? Giovanni, Boss Order Full Art war auch im zweiten Set Clash der Rebellen. Und jetzt ist es in Paldea. Die lassen sich überhaupt nichts Neues mehr einfallen. Furchtbar ist das. Ganz furchtbar. Aber nee. Gut für mich, dass ich sie gezogen habe. Oh, sind gar nicht zu sehen. Sorry. Boss Order Full Art. Das ist eine Karte, die wird ja nicht alt. Ne? Also, das ist wirklich. Toll, ich glaube, das ist eine normale Holo, würde ich sagen. Ja, Gyarados haben wir hier. Ein paar Trainer, Saguaro und Therapeutic Energy. Ich glaube, habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass die gespielt wird von irgendjemandem. Jet Energy, ja, vielleicht. Ne? Mal sehen. Wird sich zeigen. Ich habe ja jetzt neuerdings, ist auch schon wieder ein bisschen her, eine Liga und ja, ist halt ganz nett, wenn Leute herkommen, die spielen und sagen, ja, die Karte brauchen wir, die Karte und so. Also es hat eben, wie gesagt, nochmal so einen ganz anderen, Warm Snow haben wir, einen ganz anderen Wert. Also ne, für die meisten Leute ist es Trash, aber es gibt halt Leute, die sagen, ja, Pelipper brauche ich wegen der Fähigkeit oder war jetzt dabei. Die Vögel-Pokémon, die diese vereinte Flügelschlag, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, ne? Also da gibt es ja mit Grimmoks und noch ein paar andere, die diese Fähigkeit haben. Und plötzlich gibt es halt Leute, die diese Karten haben wollen. So. Gefällt mir halt.
Es glänzt wieder am Rand, aber es hat keine Struktur. Es ist glatt. Ich glaube, es ist eine normale Holo. Ist doch gar keine Trainerkarten dabei. Mimikyu. Limora. Ach, Mensch, 4 Stück noch. War das schon alles? Aus dieser einen Box. Ich hoffe doch nicht. Ah, nee, hier glänzt es bunt. Und zwar die zweite glänzt, oder? Nee, es ist ganz hinten. Ja, es ist doch trotzdem nur ein Luxray. Schade. Wieso hat er hier so einen Regenbogen-Rand gehabt? Ah, oh Mann. Ich hab schon gehofft, dass was drin. Super Rod. Okay. Das ist wieder normal, glaube ich. Haben wir sonst was Schönes drin? Fletchling, wo sind denn die mit dem Great Ball in Reverse? Okay. Ja, spielbar in Reverse ist mal gut, aber gibt's Great Ball schon in Gold? Ich glaube, wenn, dann will man die haben. Ah, oh. Welche ist es? Wartet mal. Ich habe überhaupt keine. Achso, es ist ein Kampf. Dann ist es wahrscheinlich einfach, aber. Nee. Sudowoodo? Der Mogelbaum. Und der steht hier vor seinem Kollegen und denkt sich so, ach nein, der steht da so in Form, in dieser Reihe von Bäumen hier. Und tut so, macht hier einen auf Pantymos vielleicht. Coole Karte. Gefällt mir. Und nochmal ein Bossordner, war die normale Holo. Und noch ein Garados davor. Great Ball, ich guck schnell mal durch. Nicht so interessant. Aber jetzt haben wir 9 Packs, 3 Hits, ist okay. Also, und sind gute. Also, es hätte auch noch so eine langweilige X sein können, aber eine Illustratorenkarte ist doch grandios. Und Holo. Karatos. Sonst noch was dabei gewesen? Drohne. Nee, und auch kein Flügelschlag-Pokémon. Ich weiß nicht genau, wie heißt so. Ich muss schnell reingucken in mein. Sekunde. Ich hab sie irgendwo im Schubfach. Das ist hier mein Deck. Das sind die Züge aus dem. Die Puls aus dem Pre-Release. Der Energie ist halt geil. Aber ist das hier das Flugding? Nee, ist nicht das richtige Deck. Moment. Das war mein Pre-Release-Deck. Sofortschwarm. Ach, vereinte Schwingen heißt es. Vereinte Schwingen, das ist die Engine. Ja, das sind meine Puls, wie ihr seht. Ja, ich glaube, im Boss Order oder so war nochmal extra. Ich weiß nicht, ob der in dem Deck war. Aber ja, das ist das, was ich damals aus dem Pack gezogen habe. Grandios. Ich habe immer super Glück bei Pre-Releases. Naja. Aber mit der Box bin ich ganz zufrieden. Keine Enigmara, aber. Wie gesagt, Boss Order ist eine Karte für die Ewigkeit. Die ist echt ziemlich cool. Ist ein kurzes Video gewesen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.